Unsere sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verehrte Freundinnen und Freunde der Wissenschaft, Forschung und Wissenschaft, Hand in Hand, dieser zentrale Satz, hochgeschätzte Anwesendeninnen und Anwesende, steht als fundierende Basis und Grundsatz im Mittelpunkt unserer Kernarbeit. Denn das Fundament ist die Basis einer jeden Grundlage. Ich darf mich in aller Kürze vorstellen. Mein Name ist Dr. Med. Wurst. Harvard-Absolvent, Princeton-Dozent, derzeitiger Lehrstuhl in Heidelberg. Zu meiner Rechten sehen Sie Dr. Medizin, Princeton-Absolvent, Harvard-Dozent, derzeitiger Lehrstuhl in Heidelberg, das mache ich ab. Vielleicht mögen uns drei oder vier der hier Anwesendeninnen und Anwesenden kennen, aber auch das macht so gut wie fast wenig. Die elementarste, aber heute zentralen Fragen lautet: Was in aller Welt bringt junge, dynamische, geistig und körperlich gesunde Menschen dazu, die Bequemlichkeiten der Zivilisation, Gesellschaft aufzugeben und ein sicheres Haus, ein gefedertes Bett sowie eine warme Wasserdusche aufzugeben, um sie gegen ein undichtes Zelt, einen kalten Schafsack und ein rauchendes, stinkendes und zudem nur wenig wärmendes Lagerfeuer einzutauschen. Wir möchten Ihnen heute, sehr gelehrte Kinderinnen und Kinder, heute unsere Ergebnisse, ja, unsere geradezu bahnbrechende Entdeckung präsentieren, die Welt ihren Grundfesten erschüttern, wenigstens jedoch verändern wir. Denn unsere Devise lautet: Information, Bildung und Wissenschaft Hand in Hand. Wir haben die Antwort auf die Frage gefunden. Das Virus Solarum vacilliensis, das in der Volkssprache sogenannte Solavirus, Erreger der berüchtigten Solargrippe. Seine Existenz, meine Daumen und Euler, wurde schon oft vermutet, ja, sogar geglaubt. Doch bis heute ist es niemandem geglückt, seine Existenz zu beweisen. Das Solarum vacilliensis, das in der Volkssprache sogenannte Solavirus, war bis zu diesem Tage reine Wurstulation. Moment, Wurst, Schinken, Spekulation. Genossinnen und Genossen, Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es in Mühe und aufopferungsvoller Klein- und Kleinstarbeit gelungen, den Erreger zu isolieren, infizieren, kategorisieren und katalogisieren. Dieses Individuum zu entdecken, war für mich der erste Kollege, ob es sich bei dem Erreger um ein Individuum im speziellen, engen oder überhaupt allgemeinen Sinne handelt, möchte ich doch stark in Frage stellen. Ist denn so? Soll ich Ihre Frage stellen in Frage stellen? Werte Kollegen, das steht überhaupt nicht zur Frage. Wie auch immer. Man wird uns den Nobelpreis verleihen und mein alter Professor wird sich schwarz ärgern. Kennen Sie eigentlich schon das Geheimnis schöner Haare? Dann sagen Sie es mir bitte schnell. Aber Schurz beiseite, meine Gurteln und Schäufchen. Wo sind wir stehen? Da vorne. Nur mit Hilfe meines hochkommenden
hochkomplizierten, hochauflösenden, hochtechnologisierten Supermikroskop-Elektroskops der Firma Abrik Ausland in der Vega auf. Denn unsere Devise lautet: Technik und Wissenschaft Hand in Hand. Aber wir kommen vom Thema. Wir möchten Sie, liebe Auf- und Zuschauer und Rinnen, nicht über die Gefährlichkeit und die Symptome der Sonnenangriffe ins Klaren lassen. Es ist ganz offensichtlich, dass der Erreger extrem empfindlich gegenüber Nässe, Kälte und nasskalte Nächte ist. Der Verband Deutscher Quacksalber hat in seiner Statistik einen außerordentlich ansteigenden Anstieg der alljährlichen Allgemeinansteckung zur warmen Jahreszeit verzeichnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Erreger in warmer Umgebung sehr gut gedeiht. Passt ihr des Sommers also bitte besonders auf sich auf, denn statistisch gesehen steht dort die Ansteckungsquote am steilsten. Auch die Herkunft des So-Lala-Drumrums ist nun kein offenes Geheimnis mehr. Die DNS des Achsuwarum-Bazilandes lässt darauf schließen, dass dieses Bakterium in... hatten wir uns nicht auf ein Virus gepeinigt? Dass dieses Virus in Geheimlabors gezüchtigt wurde. Erschrecken Sie es bitte nicht, meine Rahmen und Bilder. Und starren Sie nicht wie die Ölgötzen. Es besteht noch kein Grund zur Panik. Noch nicht. Aber gleich. Gerüchten zufolge sollen die Erreger über ganz gewöhnliche Einladungszettel wie diesen verteilt werden und worden sein. Sollten Sie also solchen Exemplar sehen, passen Sie bitte auf. Anderen Gerüchten zufolge sollen Ansteckungsopfer als Ferienlager getarnte Forschungsstationen gesteckt worden sein. Doch nun haben wir viel über Erreger, Anreger und Krankheit gesprochen. Schauen wir uns doch einmal das Opfer des Solar-Seistrum-Bazilienses einmal an. Sehr schöne Ausprägung. Sehen Sie hier die Tassen- und Karabinerartigen Auswüchse auf der rechten Seite? Beachten Sie auch bitte hier den wilden Haarwuchs und den nachlässigen Umgang mit Körperhygiene. Dankeschön, es darf sich widersetzen. Nun werden sich wahrscheinlich die meisten der hier anwesenden Ninnen, nicht anwesenden, verwesenden, halb verrenkte Bin auch nicht infiziert? Ist das jetzt schlimm? Und wenn ja, bin ich noch zu retten? Diese Fragen, meine Damen und die, die Ihnen nachlaufen, Fragen lassen sich ganz 3, 2 eindeutig beantworten. Zu der Frage, bin ich infiziert? Ist zu sagen, ja, sonst wären Sie ja nicht hier. Also, ich will noch etwas verstehen. Eventuell, falls Sie vielleicht so vor dem Essen immer so eine Schlange bilden. Nun werden sich wahrscheinlich die meisten der hier Anwesenden fragen, bin ich heilbar? Entschieden, nein. Jedoch, Ihre Krankheit. Herr Kollege, das ist inkorrekt. Entschuldigung, Sie sind unheilbar. Es gibt bisher kein Gegenmittel. Einzige Vorbeugungsmöglichkeit ist diese. Eine weitere Möglichkeit ist die der Prophylaxe. Vermeiden Sie große Menschenmassen und körperliche Belastung. Meine Lampen und Birnen, ich möchte Ihnen ganz aufrichtig und herzlich für Ihre ausdauernde Aufmerksamkeit danken. Und merken Sie sich, Information und Wissenschaft Hand in Hand.